Herzlich willkommen auf Dartblog und zum ersten Teil des Dart-Trainings-Adventskalenders. Ich habe mir gedacht, die Community hat mich dieses Jahr wirklich sehr gut unterstützt. Es waren in den Livestreams hervorragende Diskussionen dabei, die durch euch initiiert wurden. Auch so bekomme ich immer wieder sehr viele nette Nachrichten, Mails, Anrufe und was weiß ich alles. Und da möchte ich auch wieder mal ein bisschen was geben. Es wird dieses Jahr darum gehen, Trainingstools. Ja, das hier zum Beispiel. Das kommt morgen. Was ist so eine Boxring? Wozu braucht man die? Ist die sinnvoll? Kann die mir was bringen? Dann aber natürlich auch noch viele andere Sachen, die im Vorfeld schon öfters mal abgefragt wurden, wie Konzentrationstools oder Trainingstools. Da werde ich mal genau drauf eingehen und euch dann hier die ganzen Informationen zukommen lassen. Ferner, so als kleines Dankeschön, wird es auch das eine oder andere Dart-Zubehör oder auch mal den Dart-File geben. Das wird aber auch gleichzeitig stattfinden auf meinem Instagram-Kanal. Von daher kann ich euch nur empfehlen, auch meinen Instagram-Kanal dartblog99 anzugucken und zu abonnieren. Da bekommt ihr dann jeweils die Rückmeldung. Auch wird es hier zu Dart-Trainingsplänen so rumkommen. Da werde ich mal den einen oder anderen zeigen und dann könnt ihr euch mal einen Überblick davon verschaffen, wie es am besten ist, mit so einem Dart-Trainingsplan umzugehen oder euch vielleicht auch selbst einen zu erstellen. Was ich natürlich auch gerne mal wieder mache, hatte ich vor 2 Jahren schon mal angefangen mit Links zu werfen. Eine Woche werde ich mal Links werfen und euch die Innenansichten von mir zeigen, wie gehe ich damit um, wie trainiere ich, auf welche Probleme stoße ich. Also es ist ja im Grunde genommen wie ein Anfänger. Wie fühlt sich ein Anfänger, auf welche Problemfragen stößt er, ja, welche Hindernisse kann er erwarten, aber natürlich auch, welche Vorteile kann er sich durch das richtige Training denn sofort nehmen, um schneller zu seiner Leistung zu kommen. Und das ist bestimmt für den einen oder anderen, der gerade anfängt, sehr, sehr interessant. Von daher habe ich mir auch gedacht, nicht nur, dass ich das mache, sondern ihr könnt auch in die Kommentare reinschreiben, was wollt ihr zum Beispiel sehen. Ich weiß, leidiges Thema, dann fällt einem nichts ein, aber habt ihr Fragen, stellt sie unten rein. Vielleicht werde ich daraus dann auch noch einen direkten Teil machen. Ansonsten werde ich euch natürlich auch mal mitnehmen in mein Dart-Trainingsstudio, euch zeigen, ja, was passiert hier so, und werde vielleicht mit dem einen oder anderen mal hier ein Probetraining machen. Das werde ich euch dann auch mal zur Verfügung stellen, so könnt ihr sehen, wie trainiere ich eigentlich hier vor Ort. Damit möchte ich den heutigen Teil beenden. Morgen 19 Uhr oder 17 Uhr, ach, werde ich mal sehen. Ihr kriegt es aber bestimmt mit, wenn ihr die Glocke gedrückt habt und ein Abo gemacht habt, also dann keine Angst. Was ist die Boxring? Wie gehe ich damit um? Welche Vorteile bringt sie mir? Oder bringt sie mir überhaupt einen Vorteil? Das werden wir morgen sehen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und wünsche einen schönen Tag noch. Tschüss. Ach, ganz vergessen. Nach jedem Adventskalender wird es immer einen Rabattcode geben. Heute ist es für das große Darttraining. 40%. Nur bis 23.59 Uhr heute. Schlag zu. Wir sehen uns. Ciao.